Hallo zusammen, guten Morgen und willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Hauptfache Nostalgieprojekt. So, und unser Karton-LKW ist angekommen. Das heißt, wir werden jetzt mal hier am Dorfladen gucken, dass wir das Zeug loswerden. Diesmal werden wir es aber versuchen, ob es direkt nicht vom Anhänger zu verkaufen geht. Ich hoffe das mal. Wir gucken mal, wir haben knappe 32.000 Euro auf dem Konto. Dann schauen wir mal, wie viel das dann ist, wenn wir hier fertig sind. Ah, es wird auf jeden Fall schon mal was verkauft. Weil wir kennen das von der NF Marsch, wir müssen die Zugmaschine abkoppeln. So, na gut. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Dann machen wir mal dran, machen wir die Spanngurte weg. Gucken wir mal. Nee, läuft nichts mehr. Dann nehmen wir das Ganze einfach noch mal in Autoload und gucken. Ja, gucken wir alles weg. Jetzt haben wir 67, also es waren über 30.000 Euro. Oh, ja, gut. Aber wir lassen den Kollegen erstmal hier stehen. Ja, der kommt auch voran. 34 Minuten braucht er noch. Da wird es gleich interessant bei dem Unimog. Ah, hier Wasser. Wasser ist das nächste, der nächste Punkt, den wir, denke ich mal, interessanterweise testen werden und einen neuen Kurs machen müssen. So, das heißt, wir machen mal von hier. So, dann haben wir hier Rottmindinger Wasser. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir da einigermaßen schadlos. Ja, doch, da kommen wir rum. So hin, dann sind wir nämlich da auch wieder auf dem passenden Kurs. Hier nach da, da müssen wir jetzt nur gucken, wo wir hier irgendwo so diesen Wassertank setzen. Da dachte ich eigentlich irgendwo hier an die Einfahrt in das Ganze. In den ganzen Komplex hier. Ja, irgendwo hier. Gucken wir mal, wenn wir den hier hinsetzen, das war bei diverses Wassertank. Hier. Oh, da hat es eine leichte Bodenerhöhung gegeben. Naja, werden wir testen. So. Dann wäre das Wasser. Wie habe ich das immer genannt? Wasserstelle. Okay. Wasserstelle. Wasserstelle. Düngerproduktion. Erstellen. Dann sagen wir, du machst von der Wasserstelle Düngerproduktion. Hier Wasser, Wasser. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier den Boden vielleicht noch mal ein bisschen bearbeiten müssen. Ja, sollten wir auf jeden Fall. Das sieht nicht gut aus, was wir da jetzt produziert haben. Hier nach da. So, wir machen erstmal schnell ein bisschen Landscaping.
Ja, wenn wir das hier so ein bisschen angleichen. Nee, wir müssen das eigentlich so machen. Lass uns das mal kurz gucken. Ja, könnte funktionieren. Das heißt, wir testen jetzt mal hier. Das machen wir weg. Gucken wir erstmal, ob er abladen kann. Ob das alles funktioniert. Oder ob er jetzt da schon gleich hängen bleibt. Gut, er lädt schon mal nicht ab. Gucken, ob wir da einfach noch ein Stück. Ja, wir müssen einfach ein Stück weiter vor. Das heißt, wir müssen den einen Punkt ein wenig. Ja, wo haben wir ihn? Wo sehen wir ihn gut? Hier. Den da einfach ein Stückchen vorpacken. Wasser wird abgeladen. Das ist schon mal gut. So, du brauchst mal wieder Nachschub. Radlader. Ja, da werden wir jetzt öfters mal nachladen müssen. Das macht ja nichts. Hauptsache er schafft es. Und wir werden uns, denke ich mal, auch über kurz oder lang eine andere Einzelkornseemaschine zulegen. Weil wenn wir jetzt öfters Hopfen machen müssen, ja, brauchen wir das einfach. Da führt kein Weg dran vorbei. Ein Stückchen zurück einstellen, weiter geht's. So, dann reicht das hier auch. Das laden wir ab. Hier wird gearbeitet. Ich weiß nicht, warum du jetzt hier hochfährst. Du solltest eigentlich erstmal Mist laden. Gucken wir mal, was er weitermacht. Aber der Wasser. Ach, haben wir jetzt wieder das Problem mit dem Wasser, dass er nicht automatisch weiterfährt. Okay, dann so. Ist aber auch nicht so übel. Wir müssen mal gucken, wie viel Wasser hier überhaupt reingeht. Damit wir einfach hier das Ding voll knallen. Und ich denke mal, dass das ja für eine ganze Zeit lang reichen sollte. Mineraldüngerproduktion. Ach genau, wir brauchen Diesel, brauchen wir noch. Ja, Wasser, guck mal, gehen 500.000 Liter rein. Da würde ich sagen, lassen wir den Kollegen mal richtig ein paar Runden drehen. So, wir brauchten Diesel. Na gut, du fährst jetzt da klar hier einfach rum und gehst gleich wieder zurück. Das funktioniert auch nicht hier. Ach man.
Müssen wir den Kurs auch noch ein bisschen verlegen. Dann machen wir das mal ein bisschen weiter vor. Ja, Unimog, ey, hallo. Mach mal hier nicht so die Welle. Ja, guck mal, der vorne belädt immerhin schon mal mit Wasser. Das ist doch schon mal sehr gut. So, kommst du weiter da vorne, dann machen wir den hier. Hier die, das müssen wir noch mal ein bisschen bisschen glatt machen. So, jetzt ist das nicht mehr so ein großer Absatz. Ich glaube, das ist dann doch ein bisschen angenehmer. So, du hast auch nicht beladen hier. Jungs, was macht ihr? Gut, dann müssen wir das wirklich manuell machen. Das heißt, wir fahren jetzt einfach genau Lager 2 beladen. Das gleiche müssen wir mit, wieso fährst du hier längs? Oh. Ja, komm, Lager 2 beladen. Wasser fährt nicht weiter. Ja, hier brauchen wir auch demnächst Dünger. Ja. Dünger. So, du machst dich gleich wieder auf den Weg zurück, habe ich gehört. Und wir müssen hier mal gucken. Bei die Holzscheitgeschichte, da wird vermutlich kein Holz mehr drin sein. Ja, genau. Aber ich habe doch, da war das nicht so. Genau, guck mal. Ja, einmal bitte kurz wegschauen. Wir machen mal. Ui. Der will nicht mit. So, du musst hier ums Eck. So, komm mit. Braves Bäumchen. So, guck mal, dann läuft hier wenigstens das Ding mal weiter. So, du fährst zurück. Der Wassertank hat beladen und wird auch gleich, denke ich mal, wieder entladen. Ja, da macht er jetzt einfach hier seine Runden. Und im Grunde, wenn wir die erste Ladung Mist hier haben, dann wird ja hier Dünger produziert. Ja, das heißt, Unimog muss wirklich ran. Warte mal, wo haben wir den? Unimog. Unimog. Ja, gut, der hat noch einen weiten Weg. Ja, das wird also heute, denke ich mal, nichts mehr werden, dann morgen halt. Aber wir können mal kurz gucken, wenn ich von hier mal da hochrenne, was auf dem Feld 210 drauf ist. Rennen wir mal kurz hier durch, ob sich das überhaupt lohnt für uns. Ups.
Da ist na klar verfaulte Kartoffeln drauf. Toll. Tolle Sache. So, wir haben auch nichts wirklich mehr an Fahrzeugen frei im Moment. So, weiter, das können wir ausmachen. Ja, müssen wir. Naja, bis wir den oben haben. Ich dachte mir, wir könnten da irgendwie ein, zwei Paletten Dünger einfach aufs Feld bringen. Aber das dauert einfach zu lange. Oder, na komm, wir machen es einfach. Lassen wir den zum Shop fahren. So, er ist gleich da. Dann gibt es einmal Hackschnitzel und dann gucken wir, ob wir die automatisiert hochbringen können. Also abladen zumindest. Ja, und dann sind wir auch schon wieder durch. Das ist ja wirklich nicht übel. Da haben wir so ein paar kleine Problemchen und schon wird das richtig, geht die Zeit einfach so schnell rum. So, Hackschnitzel. Dann sagen wir abladen bei den Hackschnitzeln. Und das werden wir dann ja morgen sehen, ob das klappt. So, der kommt auch gut voran. Ja. Hier wird weiter schön gepflügt. Unimog ist unterwegs. Er ist unterwegs. Der braucht gleich wieder Nachschlag. Boah, und der ist auf dem Weg zum Shop hoch. Gut, nee, warte mal, das machen wir anders. Das ist blöd. Das ist Blödsinn. Ah, nee, aber wir kriegen den nicht. Nee, doch, wir brauchen den. Ah, Gott. Ja. Andersrum. So, du bist auf dem Weg zurück. Kollege braucht noch 32 Minuten. Wie weit ist der denn? Ja, gut, er hat doch noch einiges zu tun. Er ist hier auch gut dabei. Ja, dann müssen wir überlegen. Wir haben gesagt, der Komplex auf jeden Fall mit Gerste. Ja, vielleicht sogar die auch noch dazu. Ja, ich weiß nicht, wie hoch der Gerste und wie hoch der Hopfenverbrauch bzw. Ertrag ist. Da tappe ich so ein bisschen im Dunkeln. Oder zur Not würde ich sagen, gut, wir brauchen auch ein bisschen Raps, haben wir gesagt. Lass uns auf der 36. Na gut, wenn wir Stroh, ne, dann machen wir die 103 mit Raps. Und hier unten machen wir alles mit Gerste. So werden wir es machen. So und nicht anders. Ja, gut, du brauchst wieder einen Anschubser. Also wir können mal was probieren bei dem, wenn wir hier mal die Kollisionsgeschichte ausschalten. Kollisionserkennung, der ist schon aus. Nee, gut, dann liegt's da nicht dran. So, aber Leute, wir sind erstmal durch. Ich werde jetzt hier gleich noch den Unimog mit Mist beladen, beziehungsweise das machen wir morgen. Wir sind auf jeden Fall erstmal durch. Ja, wie gesagt, morgen geht es weiter mit einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.